wirklich eine absurde Situation, ne? Dass jemand jetzt mit einem Flixbus da in den Krieg fährt. Wenn Leute hier so Luxusprobleme haben, ja, aber noch nie irgendwo in einem Gebiet waren, wo es tatsächlich, sag ich mal, eine Krise hat, ob das jetzt nur eine Hungerkrise ist oder eine Seuche oder nach irgendeinem Erdbeben oder Ahrtal, sag ich mal. Ja, wie viele davon von den Leuten, die jetzt kämpfen gehen wollen, waren im Ahrtal helfen? Ja? Ja. Das ist praktisch um die Ecke gewesen. Das sind die eigenen Leute gewesen. Ja. Und wer da nichts geholfen hat, der braucht jetzt nicht so tun, als ob er der große Menschenfreund ist und irgendwelchen Leuten in einem anderen Land helfen muss. Die Leute wahrscheinlich sich gar nicht Gedanken drum machen. Das heißt, wenn ihr mit irgendeinem Gedanken spielt, da runter zu gehen, sollte man wirklich alles von A bis Z berücksichtigen. Allein so einen Vertrag für 3 Jahre zu unterschreiben. Was bedeutet es für mich, eventuell 3 Jahre nicht mehr in meinem Land zu sein? Bei meiner Familie. Okay, wenn ich keine Familie habe, in 3 Jahren, angenommen dieser Krieg geht 3 Jahre, dann wird mir garantiert irgendwas, also irgendwas, und wenn es nur, wie gesagt, eine Verletzung ist, was passiert, wenn ich wieder zurückkomme? Und was passiert rechtlich, psychisch mit mir? Also ich finde dieses Gesamtpaket, sich dafür freiwillig zu melden, sehr, sehr schwer. Ich kann es ja auch keinen Spielplatz, und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Das ist eine gute Idee, als Freiwilliger da runterzugehen. Haben wir, glaube ich, eine Menge Themen am Tisch gebracht, wo jeder selber überlegen kann, ist das eine gute Idee. Für mich wäre es keine gute Idee, da runterzugehen, so dass ich sagen kann, mit meinem Leben oder das, was ich an Netzwerk habe, oder kann ich anders besser Wert stiften und was Gutes tun. Ja. So. Also hat man gesehen, was hättest du jetzt im Vergleich von dem Zeitraum, wenn du da unten aktiv runtergegangen wärst, um irgendwo zu kämpfen, erreicht? Wahrscheinlich gar wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nicht viel. Nee. Ja. Also, wenn man helfen möchte, kann man das, glaube ich, anders, man kann, besser. Also, und ich bin auch der totale Fan von Leuten, wie du gesagt hast, dass die da runterfahren, auch an die polnische Grenze zum Beispiel, und sich das einfach mal anschauen. Ja. Habt ihr ja auch gemacht. Erstmal geguckt, was brauchen die Leute. Ne? Wenn Leute hier so Luxusprobleme haben, aber noch nie irgendwo in einem Gebiet waren, wo es tatsächlich, sag ich mal, eine Krise hat, ob das jetzt nur eine Hungerkrise ist oder eine Seuche oder nach irgendeinem Erdbeben oder Ahrtal, sag ich mal. Ja, wie viele davon von den Leuten, die jetzt kämpfen gehen wollen, waren im Ahrtal helfen? Ja? Ja. Das ist praktisch um die Ecke gewesen. Das sind die eigenen Leute gewesen. Ja. Und wer da nichts geholfen hat, der braucht jetzt nicht so tun, als ob er der große Menschenfreund ist und irgendwelchen Leuten in einem anderen Land helfen muss. Ja. 2021, kurz nach der Flugkatastrophe im Landkreis Ahrweiler. Höchst steht vor dem Nichts. Am 14. Juli 2021 trifft die Flut mehrere Regionen in Rheinland-Pfalz und NRW. Insgesamt sterben mehr als 180 Menschen. Das Wasser zerstört Häuser, verwüstet ganze Orte, so auch das Dorf Schuld an der Ahr. Einer von zehntausenden Betroffenen ist der Fischzüchter Achim Hück. Den wahren Freund erkennt man in der Not. In den Krisengebieten sind das zurzeit tausende ehrenamtliche Helfer, die ausgerückt sind, um denen, die alles verloren haben, unter die Arme zu greifen. In erster Linie sind das Feuerwehr, Bundeswehr und das Technische Hilfswerk. Doch auch die Nachbarn helfen sich gegenseitig. Und es gibt sogar Menschen, die sich spontan ins Auto gesetzt haben, um mit anzupacken. Freunde sozusagen, die man vorher gar nicht kannte. Geschützt dagegen in Hagen nötig. Mit Muskel und Panzerkraft schaffen Bundeswehrsoldaten die Unwetterüberbleibsel aus dem Weg. Zur Unterstützung kommen Helfende aus dem ganzen Land ins Krisengebiet. Das THW Niedersachsen schickt 300 Frauen und Männer nach Rheinland-Pfalz und NRW. Freunde, Familie, die wissen alle, dass ich im THW bin, dass jederzeit ein Einsatz dieser Größenordnung kommen kann. Der kommt zwar nur alle paar Jahre mal wirklich vor. Wer wo gebraucht wird, koordiniert die Bundespolizei aus der Luft. Also wenn man den Einsatzort erreicht, dann braucht man ein paar Sekunden, um sich zu sammeln, um dann zu sagen, okay, jetzt kommt es hier wirklich drauf an. Wir entscheiden dann, welche Personen hier unserer Meinung nach, ja, ich sag mal, in größter Gefahr sind. Um eine weitere. Die Corona-Krise spitzt sich weiter zu und dann steht auch noch der Winter vor der Tür. Für die freiwilligen Fluthelfer im Ahrtal werden die Bedingungen ihrer Hilfseinsätze immer schwieriger. Steht die Flutregion bald ohne freiwillige Helfer da? Thomas Pütz ist Organisator der größten Helferplattform in der Region und blickt mit Sorge auf die abnehmenden Freiwilligenzahlen. Also wenn man sich die letzten Wochen anschaut, haben wir natürlich kontinuierlich einen Rückgang der Helfer jetzt auch erleiden müssen. Grundsätzlich ist es so, dass sich natürlich auch die Anforderungen reduziert haben, also die Anforderungen an Helfern haben sich reduziert. Das passt gerade noch so einigermaßen. Also wir haben jetzt schon Tage dazwischen gehabt, wo es
schon sehr kritisch waren, wie auch Baustellen nicht bedienen konnten oder mussten halt deutlich Helfer reduzieren. Ja, und wir machen uns schon ziemlich große Sorgen.